Wer grinst mich denn da an? Hä? Ja? Das kann laufen, das Junge hier. Auf vier Pfoten. Wieso? Ich sehe Erfolge. Fein. Ach, du kannst ja auch schon laufen auf vier Pfoten. Ja. Ich muss was tun. Irgendwas. Egal was, irgendwas. Bitte. Hier drüben für die Wohnung. Ja, na dann, lass uns mal rübergehen. Schließ mal auf drüben. Jawohl. Ja, wunderbar. Kannst du es? Mhm. Büro. Büro Lutz Schneider, ganz genau. Nur leider nicht Büro Thomas Müller. Hier, meine Toilette. Machst du Licht an, bitte? Ja. So, was machen wir jetzt hier? Mal gucken. Also ein bisschen Ordnung. Ja, sowas in der Art. Könnten wir machen. Wir machen auch noch sauber. Müssen ein bisschen wohnlich gestalten hier. Also wie sortieren wir das? Das Licht an. Die Lampe auch noch an. Diese? Ja, den Schalter. Ist ja fast schon. Was ist das denn, Papa? Ein Aschenbecher. Welchen Öffnen? Na, drück drauf. Das dreht sich ja. Genau. Also alles, was da drauf liegt, was man da drauf legt, runter. Da drin, durch die Fliehkraft dann reinfällt. Wie bei Sand. Und eine Drehscheibe. Sand und eine Drehscheibe, ganz genau. Das ist das System bei Aschbecher und Drehscheibe. Oh je, ich habe immer noch dieses Geld drin. Ich kann das so darstellen. Ja, steht aber hier, es ist ja unser. Der Kopf liegt drauf. Da hast du ja viele Müllstifte. Ja. Hallo, lieber Mann. Nicht. Das ist nicht zu verkaufen. Papa, Mama will immer, manchmal haben wir so ein Spiel, wo Würfel fehlen und du hast hier die ganzen Würfel, also du hast die Würfel. Stifte. Das habe ich noch nie geöffnet, außer ein einziges Mal. Du kennst doch meinen Müll einfach hier. Der hier? Bitte, Frau Assistentin. Einfach da rein. Händisch, genau, händisch umsetzen. Oh, was haben wir jetzt? Alles. Zwei Vasen. Noch zwei Vasen. Sagen wir doch einfach, wie es ist. Was ist das wieder? Tommy hat zu viel. Ich finde ja nicht, ja, offensichtlich. Das kann alles weg. Das ist alles schon im Müll gewesen. Das kann alles weg. Nein, die kommen alle weg. Ich möchte davon nichts behalten. Der Toaster, den muss man auch wegräumen. Heute räumen wir hier auf. Weg, Müll. Doch. Definitiv. Haben wir eigentlich noch Holz hier? Fertig. Wir haben ja nicht mal mehr Holz, oder? Egal. Zum Heizen meine ich. Wie soll ich das wieder rein? Das ist eingestellt. Das ist noch nicht eingestellt. Wie macht man das da?
dir das Teil für eine Katastrophe. Ich bin's auch. Ja, bitte. Geschenk. Danke. Das ist eine Katastrophe hier. Gut hingekriegt.
Na denn? Was will ich denn machen? Schon wieder Duster. Der Tag ist um. Ja. Wir sind jetzt morgen. Papa und Mama und Danuk haben Film bis in die Nacht geguckt. Ein Film ist in die Nacht geguckt? Wir haben jetzt gerade noch einen Film geguckt. Ja, aber es ist nicht nachts. Jetzt ist Schlafenszeit gleich. Erzähl noch. Ist das deiner? Das ist gar nicht. Bis morgen. Hallo und guten Tag, liebe Leute. Es ist schon, die Uhr ist noch nicht umgestellt, 13.33 Uhr. Und ich habe heute noch nicht viel gemacht. Oh Mann, ist das stinkesauer. Ja, ja. Die Quarantäne bekommt uns nicht. Am Ende werden wir uns alle zerfleischen hier. Schön. Weil die Schulaufgaben durch sind. Ja, diese Heimschulung, die ist wirklich schwer. Weil man ja gar nicht weiß, wie. Wir sind ja keine ausgebildeten Lehrer. Wir wissen ja gar nicht, wie sollen wir das den Kindern erklären. Und dann sind es noch unsere eigenen Kinder. Das ist besonders schwer. Mach das mal bei deinen eigenen Kindern. Machen jetzt ja alle. Die haben ja nun mal überhaupt keinen Respekt und keine Distanz von uns. Die schmeißen sich einfach auf den Boden. Das ist was anderes, wenn da ein Lehrer kommt. Also wenn da jetzt jemand kommen würde und würde hier zu Hause schulen, wäre natürlich definitiv was anderes, als wenn wir das machen. Und bei uns können sie sich ja alles erlauben, die Kinder. Machen sie auch. Also das ist wirklich eine Katastrophe, das denen so zu erklären, dass das jetzt eben so ist, dass wir in dem Moment die Lehrer sind. Und dass sie so, ja, wie sie sich benehmen, auch nicht in der Schule verfahren würden. Da würde sich auch keiner auf den Boden schmeißen. Oder auf dem Sofa fließen. Und dann, nee, ich hab keinen Bock mehr, würde keiner sagen. Und du? Hier ist langweilig, Opa. Jetzt gibt's erstmal Essen. Mittag. Und zwar gutes Essen. Es gibt Fleisch und Klöße und Rotkohl. Fast schon ein Festmahl. Danach schaue ich mal, muss ich ein bisschen was tun. Online wahrscheinlich. So ein bisschen versuchen, Geld zu verdienen, weil es wird knapp, jetzt kommen die Rechnungen wieder. Ja, und Puffer haben wir noch nicht wirklich, ne. Die Schulfahrt fällt aus wohl von den Kindern. Ja. Das war ja abzusehen. Und, aber alles andere muss ja weiterlaufen. Naja, wir sehen uns nach dem Essen. Der Zwerg spielt mit der Müllschippe. Die, warum auch immer, hier liegt. Also, Essen warm, wa? Essen ist warm und das ist lieb und das ist ganz. Und jetzt kommt schon wieder das nächste Essen. Mein? Ein Butterbrot. Ja. Dann haben wir hier einen Teenager, der ist unausstehlich. Es wird schlimm. Es wird wirklich schlimm. Na, ich halte die nächsten Wochen nicht aus, aber. Na, du bist ja auch im Laden in unserem Leben. Mein Laden ist die Wohnung drüben. Alle Kinder sind. Oh, ist das helles Licht. Unzufrieden. Alle Kinder sind unzufrieden. Völlig unterfordert. Es ist eine Katastrophe. Beim Anziehen gerissen. Beim Anziehen gerissen. Gut, ich werde jetzt Feierabend machen. Sprich, ich leg mich jetzt schlafen und hoffe, dass der Tag möglichst schnell vergeht, weil ich ertrag's nicht. Mir ist so langweilig. Schau mir jetzt James Bond an. Oh, die Mutti macht Liegestütze. Eins, zwei, vier, sie schon. Ja, echt mal. Hopp!
7. 8. 9. Nicht durchhängen. 10. Ja, aber minimale Liegestütze. 7. Was waren denn echte? Ja. Echte Liegestütze? Ja. Ja. Das waren echte. Aber nicht tief runter, aber immerhin ein bisschen. Ja, ja, ja. Was? Also, was? Für mich Erfolge. Ich für dich vielleicht nicht, für mich schon. Ich hab auch nichts gesehen. Nee, Frauen kann ich gar keine. Fünf richtig flüssig. Fünf. Wie viel musst du machen, Liegestütze? 15. Ei, 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 nein, das wird. Klar schaffst du das, na logisch. Das heißt nicht, ja, hast du keinen Hit. 20 machen müsste, würde ich denken, vielleicht. Nee, na 20 machst du. Schaffst du. Na halte sie. Frauenliegestütze kann ich dir zeigen. Ah, pass auf, pass auf. Ja, Anouk hält sie jetzt fest, hoffe ich. Noch mal zurück. Das geht viel flüssiger. Eins. Und wieder zurück. Ja, ich habe gesagt, die ersten 5 gehen gut. Ja, das ist alte Ross. Sind schwer. Naja, das ist jetzt. Gesundheit. Ja, gut, okay, alles klar, ich mach Feierabend. Also, wir sehen uns irgendwie vielleicht morgen wieder. Mal sehen. Ciao. Macht das gut. Ja. Guten Tag. Tag 3 des Vlogs. Gestern haben wir ja, wie gesagt, wirklich nicht viel gemacht. Jeder Tag ist langweilig für mich. Klar, man könnte sich so richtig so einen Plan setzen. Macht mal das, 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 das und das. Aber irgendwie, nee. Ich habe gestern 4 Filme geguckt hintereinander. So gegammelt habe ich echt schon lange nicht mehr. Und wir haben drüben gegessen. In dem Büro, in unserem Büro, war alles schön aufgeräumt. War ja bei dem Tisch so ein bisschen ordentlich gemacht, ne? Und dann haben wir gestern drüben gegessen. Die Kinder haben dann noch gespielt mit so altem Indianerspielzeug von früher. Und diesen Holzblockhütten und so was, ja. Das habe ich auch, da habe ich die Kamera gar nicht mit bei gehabt. Das war ein bisschen schade, aber ist ja. Und jetzt fahre ich gleich was abholen. Ein Nachbar hat was gekauft und warum auch immer der jetzt was kaufen muss, was abgeholt werden muss, ja? Dass ich dazu schicken lassen kann. Nein. Egal, ich gehe es abholen. Ich fahre abholen gleich. Und dann fahre ich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder durch die Stadt. Sozusagen. Und schaue mir mal an, wie leer die Straßen hier so sind. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von meiner Mutter. Mensch, schaut mal an. Die hat jetzt zum ersten Mal auf YouTube ein Video kommentiert von mir. Grüße an dich. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, euch beiden geht es gut. Und sind das nicht interessante Zeiten, die man so durchmacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mich würde ja mal interessieren, wann du den Kanal entdeckt hast. Das war jetzt bestimmt nicht das erste Video, was du gesehen hast. Also bin ich ja eigentlich felsenfest davon überzeugt. Dann macht der schon 2, 2,5 Jahre oder so. Oder 3 fast, weiß ich gar nicht. Und schreib doch mal und schreib öfter. Ist doch in Ordnung. Und wäre doch auch, ich meine, jetzt hast du ja deine Enkel eigentlich alle mal kennengelernt. Also besser kennenlernen als in diesen Videos. Kann man ja fast gar nicht, sind ja wirklich wunderhübsche Kinder und wäre schön gewesen, oder es wäre schön, wenn vielleicht irgendwann wieder die Möglichkeit gibt, des persönlichen Kontaktes auch. Da kannst du ja mal vorbeikommen. Ist so schrecklich langweilig, also so, ich finde so. Weil ich. Ja, du futterst auch. Das verdummt auch vor und. Was macht ihr denn so gegen die Langeweile? Also, man hat ja. Macht ihr sowas auch? Wir haben ja genug zu tun. Ja, wir hätten genug zu tun. Aber irgendwie
Ich habe ja gerade schon gesagt, man ist so. Lethargisch. So faul auch, oder? Irgendwie? Ich meine, wir könnten ja den ganzen Tag trainieren, eigentlich jetzt. Ich mach das. Ich mach den ganzen Tag. Nee, machst du nicht, aber du machst immer jeden wieder. Tag machst du was. Das ist gut. Mal ist trainiert. Und. Aber ich meine, man könnte den ganzen Tag trainieren, dass man überhaupt keine Langeweile hat. Könnte man ja, eigentlich. Aber macht man ja nicht, denn ist ja auch doof. Die Kinder müssen. Brauchen. Schule. Es ist eine Katastrophearbeit. Funktioniert nicht. Die Lumen ist. Nicht. Internetfähig. Out of space. Die ist einfach nicht internetfähig gerade. Das funktioniert überhaupt nicht. Über virtuelle Kommunikation mit ihr. Das gibt es überhaupt nicht. Kann sowas sein? Zahlen. Egal, Zahlen, Buchstaben. Buchstaben geht noch. Buchstaben sind kriegt man noch irgendwie hin. Aber Zahlen, das ist ja eine Unlogik da drin für sie. Du hast eine gute Tochter, Smio Tripro. Ja, ich habe eine gute Tochter. Nicht nur eine, ich habe ganz viele gute Töchter. Ja, die werden irgendwann mal die Werkstatt übernehmen. Danke, danke. Das Problem, warte mal. Bei mir waren die Lauffrötchen nicht verharzt, aber sie trotzdem so gut es ging. Ja, was war denn das Problem? Habe vor 2 Tagen 1:1 dasselbe Rad von meinem Patenkind repariert. Leider der verpresste Freilauf. Bei mir waren die Laufrädchen nicht verharzt. Habe sie trotzdem so gut es ging kein geölt. Das Problem, das ich hatte, blieb trotzdem bestehen. Ab und an tritt man 1,5 Bremsen ins Leere. Ja, das ist aber genau das. Wenn man vom Bremsen wieder beschleunigen will. Vielleicht war ja doch noch irgendwo ein bisschen verharztes Fett. Habe dann doch eine neue Felge für 35 € bestellt und ist das Patenkind glücklich. Alles richtig, kann man ja, wie gesagt, sagen, das lohnt sich nicht, fast neu bestellen und fertig aus. Aber genau das ist das. Und du kannst das Hinterrad auseinandernehmen und du musst es auseinandernehmen. Da musst du die Verpressung rausnehmen. Die Verpressung ist ja nicht so verpresst, dass man es nicht rausnehmen könnte. Es sind nämlich auf der einen Seite wird so eingepresst, auf der anderen Seite sind vier, wenn man von der anderen Seite durchguckt, sind vier so ein Laschen. Diese Lasche muss man in die Mitte drücken und dann kann man das rausnehmen. Aber man kriegt es manchmal sehr schwer wieder rein, weil man es ja manuell irgendwie reindrücken muss und dann diese vier Laschen wieder so ein bisschen umbiegen muss, damit es halt totale schwachsinnige Konstruktion. Aber wenn du es dann richtig sauber machst, dann funktioniert das definitiv wieder. Weil das Fett, das verharzte Fett, sitzt ja nicht nur vorne, nicht nur auf diesem Walzen drauf, sondern es sitzt ja auch quasi hinten an der Rückwand. Nicht der Walzen, sondern an der Rückwand auf der Innenseite quasi des Trägers. Und da bleiben die natürlich dann immer kurz kleben. Du musst also zwangsweise richtig auseinandernehmen und richtig reinigen. Oder du schmeißt das gesamte Ding in ein Ultraschallbad, wenn du so ein großes Ultraschallbad hast. Das geht natürlich auch, da musst du es nicht auseinandernehmen. Aber dann funktioniert es halt wieder. Da funktioniert es einfach frei. Schwör ich. Das war nochmal ein kleiner Nachtrag dazu. Und dann, ich würde mal sagen, ich muss das Ganze jetzt mal schneiden. Und ich freue mich tatsächlich doch, dass sich meine Mutter mal gemeldet hat. Das finde ich ganz gut. Also ist ja auch mal was. So weiß ich wenigstens, dass er noch existiert. Ja. Und hier, Grüße vom Jüngsten. Na? Du süßes Ding, du. Ja. Hallo Oma, jetzt kriegst du Sabba. So ein süßes Ding. So ein süßes Ding. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht das gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy. Und die Hunna.